Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in der Alika-Wüste. Und zwar da, wo wir gesagt haben letztes Mal, also hier beim Wegschrein vom Ziegenkopf, von der Ziegenkopf-Oase. Ich habe es gerade nicht gelesen. Und da beginnen wir jetzt mit der nächsten Sie werden Quest. Dafür büßen, was Sie getan haben. Genau. Moment, ich bin gerade am Überlegen. Sprecht mit Ramati Adgar. Du bist nicht Ramati Adgar, aber du gehörst auch zur Hauptquest. Ich hasse es, wenn zwei Sachen wieder da sind. Also wir nehmen den auf jeden Fall dann auch noch direkt mit. Bei Satakals Zornreisende, wenn ihr nicht durch eine Armee Untote erwarten wollt, dann geht nicht weiter. Diese Hunde, die verdorrte Hand, sie haben Tuvakas Thron eingenommen und jetzt lassen sie die geweihten Toten auferstehen. Wie ist das überhaupt möglich? Liegt es daran, dass sie die Wehren der Anzei gestohlen haben? Die Wehren der Anzei? Gestohlen? Das ist unmöglich. Das undurchdringliche Gewölbe. Wie? Das erklärt allerdings, wie sie aus geweihten sterblichen Überresten Untote machen konnten. Und es erklärt auch, warum Tuvakas Groll derart groß ist. Er spricht zu mir. Er sagt, der Tempel müsse geläutert werden. Und zwar sofort. Und das erklärt auch, warum die Toten weihen, wahrscheinlich, damit die eben nicht zurückkehren sollen. Wie läutern wir ihn? Oh, Tuvaka wird die Läuterung vollziehen. Wir müssen ihm nur den Weg bereiten. Wenn ihr mir helft, die heiligen Feuerschalen zu entzünden, wird Tuvaka seinen Atem schicken, um die verdorrte Hand zu vernichten und die Toten wieder zurück in den Sand zu schicken. Ich werde helfen, die Feuerschalen zu entzünden. Für jede Windrichtung gibt es eine Feuerschale. Entzündet die ersten drei und trefft mich an der westlichen Feuerschale. Diese werde ich entzünden. Dann werden wir die mittlere Feuerschale zusammen entzünden und bald sehen, wie Uwafa und seine verdorrte Hand zerstört werden. Was genau wird Uwakas Atem machen? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass diese Verteidigungen je eingesetzt wurden. Ich kann mich nur daran erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass er helfen soll, den Tempel zu läutern und die Toten wieder ruhen zu lassen. Aber Ungewissheit kann doch auch etwas Schönes sein, oder nicht? Na, vielleicht nicht unbedingt in so einem Fall. Woher kennt ihr Uwafa? Dieser Mann ist sehr gefährlich. Er ist der Anführer dieser Hunde von der verdorrten Hand. Er hat mir die Möglichkeit geboten, dass wir alle unbehelligt abziehen. Ich wollte die anderen Priester ja beschützen. Aber wir konnten doch Tuvakas heiligen Boden nicht kampflos aufgeben. Könnt ihr mir mehr über den Tempel erzählen? Tuvaka ist der Bewahrer der fernen Ufer. Wir werden ihn eines Tages alle besuchen. Der Thron ist die letzte Ruhestätte unserer verehrten Ahnen. Unsere Helden werden hier seit Jahrhunderten beigesetzt. Es ist schrecklich, dass ihre Ruhe gestört wurde. So, aber wir haben... Moment, das linke ist jetzt zu dieser Quest. Und das rechte ist jetzt vermutlich eine neue Quest. Ich schau mal eben im Catwills Alma nach. Wir sind ja jetzt hier an den letzten beiden dran von Gold, ne? Dann sind wir damit ja auch durch. Tuvakas Thron verhindert, dass die Uwafa die Toten wieder erwecken, durchkreuzt die Pläne der verdorrten Hand. Ich denke mal, Tavas Segen wird wahrscheinlich dann die zweite Quest sein. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei der. Sonst hätte ich die jetzt parallel vielleicht nochmal angenommen, aber ich denke mal, es ist besser, wenn wir die nach und nach machen. Es sei denn... Moment, du bist doch der Typ, mit dem ich jetzt hingesprochen habe, oder? Ach nee, mit dir sollte ich sprechen. Okay, ach, wir machen jetzt einfach beides. Denke ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe zu meiner Zeit schon ein, zwei Skelette getötet, aber das ist viel schlimmer. Wir brauchen noch mehr Ash'aba. Ich gehöre zu eurem Stamm. Ich bin eine Ash'aba. Ihr? Gesichter kann ich mir eigentlich gut merken, aber eures kenne ich nicht. Dann seid ihr uns wohl gerade erst beigetreten. Seid auf jeden Fall willkommen in unserem Stamm. Es ist gut, dass ihr hier seid. Versteht ihr, warum ich mir Sorgen mache?
Einige der größten Helden der Geschichte liegen hier begraben. Könige, Königinnen, legendäre Krieger. Wenn sie sich erhoben haben, ist es die Pflicht der Ash'Abar, sie zu töten. Und das wird nicht einfach werden. Kann ich irgendwie helfen? Das könnt ihr. Ich halte hier Wache, um sicherzustellen, dass gewisse uralte Helden, nun sagen wir es einmal so, wenn sie von den Toten erweckt würden, gäbe es ein Problem. Nach allem, was hier geschehen ist, muss ich ihre Gräber überprüfen. Falls sie tatsächlich erweckt wurden, müssen sie wieder zur Ruhe gebettet werden. Ich kann ihre Gräber überprüfen. Ich gehe eh gerade in die Richtung. Vielen Dank. Es ist keine kleine Aufgabe, worum ich euch da bitte. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr einspringt. Die drei Gräber, die ich überprüfen muss, gehören Wappenträgerin Rinar, Jokeda Rasul und Königin Afsar. Sie haben den Lauf der Geschichte geändert. Sie haben sich ihre Ruhe verdient. Ich verstehe. Ich markiere die Gräber auf eurer Karte. Ich würde mit euch gehen, aber ich muss Wache halten und dafür sorgen, dass sie nicht vorbeischlüpfen. Aber es gibt andere Ash'Abar, die sich euch anschließen können. Wollt ihr einen geschickten Schwertkämpfer oder einen, der sich mit Wiederherstellungsmagie auskennt? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich auf Stamina spiele, dann nehme ich meistens den Schwertkämpfer, wobei das eigentlich auch Blödsinn ist, weil Heilmagie wahrscheinlich besser wäre in dem Moment. Aber wenn ich auf Magiker spiele und damit ja auf Distanz spiele in der Regel, ist mir das ehrlich gesagt, dauert mir das zu lange, bis die Schwertkämpfer überhaupt erstmal beim Gegner sind. Deswegen, ich hätte gerne jemanden, der Heilmagie beherrscht. Ihr müsst tapfer sein, wenn ihr mit diesen Helden die Klingen kreuzt. Aber keine Angst. Dieser Mann wird dafür sorgen, dass ihr nicht im Kampf fallt. Hab Dank. Hier liegen viele Helden begraben. Aber um diese drei sorgen sich die Gelehrten der Ash'Abar am meisten. Sie waren im Leben sehr mächtig. Und die Gelehrten fürchten, dass sie im Tod besonders gefährlich sein könnten. Wer war diese Wappenträgerin Rina? Rina war eine Wappenträgerin des Ordens der Diagnar, die in den letzten Tagen der Belagerung von Orsinium starb. Sie wurde dort in einem Belagerungslager geboren und verbrachte die gesamten 26 Jahre ihres Lebens im Kampf gegen die Orks. Es heißt, ihr Opfer hat uns den Sieg gebracht. Wofür ist Jokeda Rasul berühmt? Rasul kämpfte an der Seite von Divad Hunding, der die Rovada führte, um Malikr zu erobern. Als später die Nato Tambu und die jokodanischen Adligen kamen, wurde Rasul selbst zum Jokeda ernannt, um die Macht der Rovada zu festigen. Manche nennen ihn den ersten Ahnherrn. Afsar war eine Königin der Alika? Ja. Sie riss den Thron auf die alte Art und Weise an sich. Am Ende der ersten Ära starb der König ohne Erben und die Adligen stritten um den Thron. Afsar festigte ihre Herrschaft, indem sie ihre Gegner umbrachte. Trotz dieses blutigen Beginns war ihre Herrschaft sehr friedlich. Naja, sie hat sich wahrscheinlich nur gedacht, Achso, du bist der Heilmagier. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn jetzt wieder her? Jetzt wahrscheinlich nur gedacht, die brauchen jemanden, der halt eben dafür sorgt, dass hier alles friedlich ist. Und, ne? Da das nicht anders geht, als die Gegner auszuschalten, dann hat sie halt die Gegner ausgeschaltet, damit es friedlich bleibt. Und sagt, was ist denn für einer? Die sehen ja alle gleich aus, ne? So, erstmal Feuerschale anzünden. Dann kommt die nächste Feuerschale. Jetzt bin ich nur gerade am gucken. Moment, hier unten. Sollte irgendwo ein Grab sein. Ist das hier, dieser Durchgang? Ah, das ist die Wappenträgerin. Okay. Sieht ein bisschen verkohlt aus. Sieht auf jeden Fall jetzt wieder so aus, als ob sie... Aber die Niederlage ist schlimmer. Darf ich auch was sagen? Dankeschön. Sieht auf jeden Fall jetzt wieder so aus, als ob sie wieder zur Ruhe gelegt wurde. Das ist beides oben, oder? Da oben. So. Hier ist erstaunlicherweise gerade keiner. Das ist schön, dann können wir einfach durchlaufen. Flup. Flup, flup. Ja, ist ja gut.
So ähnlich sah das in Karkstein auch mal aus. Nur, dass ich da echt Probleme hatte. Weil die sehr schwer waren damals. Oh, Leute. Hallo? Im vollen Block. Willst du mich hier eigentlich veräppeln oder was? Kommst du eigentlich her? Tja? Bin ich hier am Bluten? Ich habe den ja gerade noch gesehen. Bin da in einen vollen Block reingegangen. Und dann schmeißt er mich da fast runter. Wo ist denn das? Das ist hier? Nee. Hä? Ich habe doch gerade noch einen Pfeil. Da oben ist doch ein Pfeil. Jukesa. Ach, der Typ ist... Ach so. Ich habe eigentlich jetzt gerade sein Grab gesucht. Ich dachte, das Grab ist jetzt irgendwo unter der Erde oder so. Leute. Ich bin doch noch nicht ganz wach. Es ist früh am Morgen. Ihr könnt doch nicht sowas machen, wenn ich noch nicht ganz da bin. So, dritte Feuerschale. Verteidigt die Feuerschale? Wieso greifen die ihn jetzt auf einmal an? Oder haben die ihn auch schon angegriffen? Ganz ehrlich, dann habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich bin ja einfach weitergelaufen. War es das oder müssen wir noch was verteidigen? Ich hätte es nicht fragen sollen. Ausschwärmen! Ja, natürlich. Das, was am weitesten weg ist. Das ist das Einzige, was man looten kann. So. Das war's jetzt aber, oder? Nee, das war's immer noch nicht. Wollt ihr mich denn hier... Oh, wie oft denn noch? Ich muss weiter, Jungs. So, sprecht mit irgendjemandem an der Feuerschale. Hier ist ein Buch. Oder sowas. Moment. Ich brauche mal das Buch, Jungs. Also beziehungsweise die Schriftrolle. Hallo? Wie oft muss man auf dich draufhauen? So. Tuvakas Gebet. Tuvaka, Gott der fernen Ufer. Wir bitten dich um Segen und Führung. Bei diesem vollendeten Weltengang mögen sie vor eurem Thron erscheinen. In Tugend und Kraft. Leite sie auf den Weg der Sterne. Zeig ihr den Weg, bereite sie auf ihr nächstes Leben, auf unsere verehrte Ahnin mit ihrem Schwert an ihrer Seite. Ja. Wir nehmen einfach mal die Sachen und gehen mal weiter. Wolfsauge nehmen wir immer wieder gerne, weil das für irgendein Getränk war. Für unser Buffhut, glaube ich, war das. Ja, kannst du noch so viel deinen komischen Käfig machen? Du bist jetzt eh platt. So. Mal schauen. Moment, wir müssen da hoch. Da ist auch einer. Du siehst mich nicht. Hallöchen. Ihr habt euch gut geschlagen, Reisende. Tuvaka ist erfreut. Wird er den Tempel jetzt läutern? Sehr bald schon. Es ist fast so, als würde Tuvaka sich in die Lüfte schwingen und sich darauf vorbereiten, seinen Atem zu schicken. Die verdorrte Hand wird hier schon bald zerfallen und ihr Staub wird vom Wind verweht werden wie Sand. Und wir haben eine leichte Schärpe in Leeren bekommen. Tuvaka sagt, ihr werdet das Vergnügen haben, Uwafa zu töten. Mit seiner Hilfe natürlich. Als erstes müsst ihr die letzte Feuerschale dort drüben entzünden. Dann wird Uwakas Atem kommen. Wie erreiche ich dann Uwafa? Uwafa hat sich mit meinen Priestern im Heiligtum verschanzt. Ich bin besorgt um sie. Aber Tuvaka wird uns beistehen. Er wird die Türen entsiegeln. Dann könnt ihr hineingehen und diesen Nekromanten-Bastard töten.
Seid ihr bereit, die Macht eines Gottes zu schauen, meine Freundin? Ich bin jederzeit bereit, wenn ihr es seid. Geht jetzt und entzündet die letzte Feuerschale. Fürchtet euch nicht vor der Macht Tuvakas. Ihr und ich, wir sind in dieser Sache seine Champions. Was ist mit den Wehren der Ansai? Oh ja, die dürfen wir nicht vergessen. Falls dieser Uwafa sie hat, bekommen wir sie bald wieder zurück. Selbst mit den Wehren der Ansai ist Uwafa der Macht eines Gottes nicht gewachsen. Kennt ihr die Geschichte der Wehren? Natürlich. Alle Priester Tuvakas wissen solche Dinge. Die Wehren wurden geschmiedet, als drei Ansai ihr Leben gaben, um ihre Geister in die Klingen zu bannen. Das taten sie, damit die Wehren die geweihten Toten beschützen können. Wie erweckt Uwafa dann die geweihten Toten wieder? In den Händen dieser Nekromanten wird die Macht der Wehren der Ansai stark geschwächt. Mit etwas Magie könnten sie vielleicht sogar die Kraft der Wehren für ihre grässlichen Ziele pervertieren. Es ist gut, dass wir sie bald wieder zurückhaben. So, jetzt bin ich am Überlegen. Geradeaus ist jetzt die Schale. Das heißt, dass wir jetzt erstmal kurz hier runtergehen. Oder auch nicht, weil so wie es aussieht, muss ich da komplett runterspringen. Dann gehen wir doch erstmal kurz hier geradeaus. Hier kann man nämlich so wunderbar angeln. Das habe ich auch schon gemacht. Ist der Torhüter, der den Thron öffnet? Du bist der Torhüter, oder? Den Thron öffnet. Quatsch, die Tür öffnet. Du großer Tuvaka, Bewahrer der Seelen. Erhört das Gebet eures bescheidenen Dieners. Euer heiliger Boden wurde geschändet. Die Ruhe unserer Vorfahren wurde gestört. Ich bitte euch, schickt euren heiligen Atem, um den Tempel zu reinigen. Und gebt uns euren Segen für die Vernichtung des Schänders. Ich kann euch in Tuvakas Heiligtum nicht folgen. Meine Mission führt mich woanders hin. Tötet Uwafa. Dann bleib du draußen, warte auf mich. Basti, du kommst mit, wir gehen alleine rein. So. Wir sollen ihn töten. Ist das der? Ja. Der lässt wahrscheinlich seine ganzen Leute jetzt auf mich los. Sterbt, Priester! Und jetzt erhebt euch und kämpft! Gibt es etwas, was ich... Oder auch nicht. Basti, könntest du mal nicht in meinem Weg rumstehen? Ich danke euch. Die Verderbnis meiner Wehr ist aufgehoben. Aber die anderen Wehren, ihr müsst sie finden. Aber das war alles, was wir hier drin machen mussten, ne? Ich bin sehr stolz. Tuvaka sagt, dass ihr diesen Uwafa wirklich gequält habt. Naja. Ihr habt auch Ansai Radans Wehr geborgen. Der Tempel wurde wiederhergestellt. Und Alikr ist sicherer. Tuvaka freut sich. Was ist mit den anderen Wehren der Ansai? Tuvaka sagt, ihr bräuchtet euch keine Sorgen zu machen. Er sagt, ihr würdet sie finden. Ich kann fürs Erste auf Ansai Radans Wehr aufpassen. Tuvaka hat großes Vertrauen in euch, meine Freundin. Er möchte, dass ich euch dies gebe. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Durch einen Kopf, beziehungsweise einen Helm. Also, wir haben einen mittleren Helm in göttlich bekommen, okay, vom Set Schwertsänger und einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß nicht, wohin man die anderen Wehren der Ansai gebracht hat, aber Tuvaka sagt mir, dass ihr nach Osten gehen müsst, meine Freundin. Er sagt, dass das der nächste Schritt auf eurer Reise sei. Ich werde nach Osten gehen, aber kann er euch vielleicht noch etwas Genaueres sagen? Nein, Tuvaka ist nun ruhig. Er macht sich um euch keine Sorgen.
Wer macht sich eher Sorgen, ob ich den Tempel aufgeräumt bekomme? Ich habe allerdings einen Vorschlag. Ich glaube, ihr solltet eure Suche in der Stadt Bergama beginnen. Warum Bergama? Es gibt in Bergama eine hervorragende Gelehrte. Ihr Name ist Sore. Sie weiß viel über die Wehren der Anzei. Sie könnte die Antworten kennen, nach denen ihr sucht. Ganz gleich, wo ihr auch hingeht. Tuvaka wird mit euch sein. Dessen bin ich mir gewiss. Dann werde ich mit Sore sprechen. So, das heißt, wir haben noch eine neue Quest erhalten. Achso, die sind jetzt alle gelb. Ich hätte das vielleicht echt vorher machen sollen. Das ist cool. Das hatte ich auch so noch in Erinnerung, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, wenn ich da jetzt runterspringe, da sterbe ich. Er ist nicht gestorben. Wobei er auch... Ah, gucke mal. Wobei er natürlich auch mit dem Reit hier runtergesprungen ist. Ich muss euch nicht fragen, ob die Helden auferstanden waren, als ihr sie gefunden habt. Ich muss nur wissen, ruhen sie jetzt? Ja, sie sind tot. Damit habt ihr die Pflicht der Ash'Abah hier erfüllt und mir damit einen ganzen Haufen Ärger erspart. Wie wir Ash'Abah immer sagen, wahre Ehre braucht keine Worte. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Und wir haben einen Schild in Erfüllt erhalten. Sehr schön, sehr schön. Eine Sache gucke ich nochmal eben nach. Okay, da haben wir aber trotzdem nur das hier gemacht. Wir haben jetzt nicht Tavas Segen, dann ist das wahrscheinlich jetzt das nächste. Warum das jetzt auch zur Hauptquest gehört hat, ich weiß es nicht so genau und ich verstehe es auch nicht so genau. Es hat aber auf jeden Fall das Zeichen drin von der Hauptquest, deswegen ja, habe ich das jetzt mal mitgemacht. War ja im Endeffekt auch nicht schlecht, weil das war jetzt beides hier in dem Bereich auch drin. Also wir haben jetzt alles so in einen Abwasch im Endeffekt machen können. Ja, in der nächsten Folge, wir machen nämlich hier einen kleinen Cut, werden wir uns dann in Bergama wiedersehen. Und ich hoffe dann auch den nächsten Haken auf unserer Liste machen, sodass wir hoffentlich mit Catwills Gold mal so langsam zum Ende kommen. Ich weiß, wir haben noch Bankurai, was glaube ich vor uns hier nach der Wüste. Dann gehe ich das Ganze nach der Reihenfolge. Also ich werde dann auf jeden Fall Kriegergilde und Magiergilde endlich mal dazwischen schieben, damit diese blöden Stalkerinnen davon mich endlich mal in Ruhe lassen. Und wenn ich das dann erledigt habe und hoffentlich in einen Abwasch machen kann, ich weiß es ja nicht, ich weiß nicht genau, wie weit ich da jetzt gelevelt bin und ob das geht, das wirklich so hintereinander wegzumachen, also jetzt schon geht, dann kann ich auch endlich die anderen Sachen machen, die ich ehrlich gesagt lieber mache, so wie die Goldküste zum Beispiel. Das ist ja mein absolutes Lieblings-DLC, so von den Quests her. Und ja. Ja, ich freue mich drauf, dass wir bald mit der Hauptstory so oder mit dem Hauptbereich zu Ende sind. Aber egal, wir haben noch eine Menge vor uns. Wir müssen noch Bankurai machen und wir müssen noch die Hälfte hier in der Alika-Wüste machen. Deswegen sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.